Dann gehen wir mal schnell raus hier, das ist ja kein Problem. Nanu, wir gehen schnell raus hier, das ist kein Problem. Lieber Kenway. Flup! Oh, oh. Das ist ein bisschen hoch. Naja, gut, dann gehen wir halt den normalen Weg. Oh. Ja, genau den wollte ich gehen. So. Dann die nächste Hauptmission. Oh, was ist denn hier los? Stirb. Und gute Nacht. Baby, das war's dann wohl für dich. Hier ist auch ein Schiffsmast, aber mitten auf dem Land. Jetzt wo mal irgendwann ein Schiff hingesegelt oder so. Der steht noch hier. So, hoch mit uns. Und... flup. Synchronisieren. Kann eigentlich gar nicht sein, dass auf unserer schönen Nassau-Pirateninsel ein Fort der Feinde steht. Ich meine, was soll das? So, jetzt haben wir die falsche Reise hier. Wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen dahin. Schnellreise nicht verfügbar. Dann halt nicht. Ich weiß zwar nicht, warum es nicht verfügbar sein sollte, aber es ist anscheinend nicht verfügbar. Und ich werde hoch. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch die eine Hauptmission, je nachdem wie groß sie ist. Oder ich würde sagen, wir beenden an der Stelle. Obwohl, ich weiß nicht. Mal schauen. Ich guck mal, wie die Hauptmission aussieht. Ich habe ja schon noch Lust weiter zu spielen. Ich will bloß nicht wieder zu viel aufnehmen, dass ich dann wieder 3 Wochen nichts aufnehmen muss und dann am Ende wieder, was habe ich eigentlich getan? So. Holen wir uns da ganz kurz bei der Kirche hier noch das Fragment, was da oben hängt. Habe ich das bitte? Also ganz ehrlich, ich habe den Aussichtspunkt erkundet, aber das Fragment hängt noch oben. Wie habe ich das geschafft? Achso, man setzt sich ja vorne drauf. Ach ja, stimmt ja. Bin ich aber nicht hochgeklettert. Er macht doch wieder die Beine breiter, Kenway. So. Und hoch mit dir. Flupp. Was? Oh, ich dachte schon ein bisschen. Hä? Willst du mich veralbern oder was? Komm ich da rein oder wie? Nee, hä? Wo ist denn dieses Ding? Ach, ist bestimmt unterirdisch irgendwo. Ja, aber das hole ich mir jetzt nicht. Spielen, saufen. Kommen jetzt wieder Piraten hier? Oder? Informationen beschaffen. Alles klar. Und wieder eine Leiche entdeckt. Ach, guck mal, hier ist so dieses Ding, wo man nicht hochkam, gell? Stimmt, das hatte ich im, das hatte ich dann alleine, also offline hatte ich das... Also offline ist ein bisschen komisch gesagt. Nee, wo war das? Ich muss aufs Dach hier einfach drauf. Ach, und da ist schon der Wayne, der anscheinend wieder am Saufen ist. Vielleicht holen wir ihn ja vom Saufen weg, das wäre eine Option. Flupp! Hallo, Wayne. Seht sie an, ich verrate. Es macht mich ganz krank, wie lange ich Hornigold und seine selbstgerechte Art hingenommen habe. Wahrhaftig, ihr seid ein Mann mit Prinzipien, Captain Hornigold. Ein Mann, dem ich meine besten Ideen anvertrauen kann. Glaube und wir überleben das, Charles, mit Würde und Stolz. Ach, das ist Charles. Das ist Selbstvertrauen. Hast du einen Plan, von dem ich wissen sollte? Nassau ist vorbei, das ist wohl klar. Ich sage, wir laufen heute Nacht aus und treffen uns bei mir. Na gut, was hast du vor?
Briten brachten ihre Vorräte an Land, stimmt's? Wenn wir etwas Pulver- und Kiefernpech stehlen, bauen wir ein Feuerschiff, schicken es direkt in die Blockade und sprengen sie in Stücke. Nein. Nehmen wir Rackhams Schiff. Er ist eh kein guter Captain. Mein Gewissen ist rein. Gut. Während du das Pulver besorgst, beschaffe ich das Kiefernpech. Wenigstens einer ist nicht total versoffen. Erreichen Pulver. Ach, wie viel Pulver soll ich denn da stehlen? Könnte es nicht auf einem Fleck lagern, Leute? Ich hole mir das hier, das ist einfacher. Guck mal, da unten ist doch schon das erste. Ja? Yeah. Ach, da unten drin, ja. Ah, ist da. Stay right there! So, da kommt her, los, ja, hier. Immer schöne Druck auf den Kerl. Renn. Dum. So, der nächste kommt hier. Der nächste. Und der nächste. Und der nächste. Oh, es geht ganz einfach mit den Dings. Ist cool, wenn du gegen größere Mengen von Heiden kämpfen musst. Guten Nacht. Und stirb. Wunderbar. Pulver. Inhalt stehlen. Dum. Okay. Erstes Wasser reicht. Und eine Kiste. Ah, das ist die versteckte Kiste, die unten drunter liegt. Alles klar. Und einen Berserkerfeier haben wir auch bekommen. Na, wunderschön. So, dann holen wir uns mal die nächsten Dinger. Macht irgendwie voll Spaß. Das ist ja schon zu... Ich will haben, Angst, dass ich auch... Ich habe heute... Das ist heute auch der Tag, an dem ich 4 Stunden lang Edna bricht aus aufgenommen habe, weil meine Speicherfunktion kaputt gegangen ist bei dem Spiel. Und ich habe schon 2 Stunden gezockt und wollte die 2 Stunden nicht nachstellen. Da habe ich Edna bricht auf und einen Schlag durchweg aufgenommen. Ja, und jetzt nehme ich hier schon wieder 2-3 Stunden Assassin's Creed auf. Ach, ich bin langsam echt so ein kleiner... Ich möchte jetzt nicht sagen, aber... Von dem Ausmaß, was ich aufnehme, bin ich schon so ein kleiner, ganz kleiner Kronk. Ja? Weil, ich weiß es nicht mal, wenn man das macht, so mit den 3 Let's Plays und so, wie ich das habe, dann gewöhnt man sich irgendwann Stück für Stück, man kriegt das gar nicht so mit. Erst nimmt man nur 3 Folgen am Tag auf. Oh, was ist denn hier los? Das ist ja Krieg. Krieg pur ist das! Hallo! So, jetzt geht's rauf hier. Die beiden gehen weg hier. Bastarde. Was, menschlicher Schild? So, komm her! Wie viel gibt's denn hier von Feinden? Ich sollte vielleicht mein Schwert nehmen. Ich warte immer noch, dass ich endlich mal wieder so einen Doppelangriff kriege. Plup. Moment. Plup. Und flupp. Ich bin gerade ein bisschen... Ich dachte, der schießt auf mich, okay. So, jetzt zeige ich euch mal, was ich von Leuten halte wie euch. Ja, natürlich weich noch aus. Passt schon. So. Zweites Pulverfass erobert. Wir könnten es natürlich auch stehlen, aber ganz ehrlich, diese Leute tun unsere Insel, für die wir 2 Jahre gekämpft haben, jetzt einfach zerstören. Und ich hoffe, ich darf den Templer noch mitnehmen, ey. Diesen dreckigen Templer.
Ich werde jeden von denen hier mitnehmen. Jeden. So, der auch noch. Hui, das hat weh. Stirb. Und du auch. Los, komm her. Nichts hiermit. Langeweile schieben. Alles muss sterben. Kann halt nicht. Ja, da war hier nicht mal was zu holen. Langweilige Bastarde. So. Weiter geht's. Alter, wie viele Leute hier einfach mal sind. Sterbt einfach nur. Und da sind auch noch zwei. Ah, hier ist noch ein Pulverfass drin oder wie? Oder ist das ein Lagerhaus? Nichts damit, Leuten. Niemand läutet hier die Glocke, meine Guten. So, stirb. Flupp. So, gute Nacht. Jawohl, die Glocke läuten. Jawohl, den als menschlichen Schild. Wunderschön. Und den als menschliches Schild. Blup. Grandios. Und er stirbt. Die Glocke wird sabotiert. Glocke wird sabotiert. Wo ist denn hier noch einer? Das ist auch kein Clear Shot. Ich zeig dir jetzt mal, was ein Clear Shot ist. Trottel. So, sabotieren. Oh, Entschuldigung, wollte ich nicht. Total geil, kommt ihr doch an. Ja, hallo. La 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 la. Wo ist das Pulverfass eigentlich? Ach da. So. Was mach ich jetzt aber hier mit diesem Lager? Munition plündern? Bei dem hier ist es anscheinend wichtig. Sollen wir hier reinkommen, oder? Hallo? V? Keiner der getöteten Leichen ist ein... Dann halt nicht. Okay, ich dachte, ich kann jetzt irgendwie ins Lager noch reingehen hier und mir was holen. 140 Meter bis zum letzten Pulverfass. Dann haben wir es auch endlich geschafft. Verfolgt mich doch bloß, wenn ihr ruhig habt. Verfolgt mich doch ruhig, wenn ihr Lust habt. So. Da ist noch... hier muss ich nicht unbedingt lang. Hoch mit dir. Flup. Flap. Komm her. So. Wir müssen ja nicht gegen alle kämpfen. Komm her. Stopp. Stopp. Und tschüss. Tschuck. Und durch den Hals. Wunderschön. So, wo ist das letzte Pulverfass? Gute Nacht. So, der ist weg. Auch wie, ich frage mich, warum wieder durch diese Ecke schießen konnte, aber okay, das ist bestimmt ein Meister seines Gebiets.
Und blub. So, gute Nacht. Und jetzt gehe ich nochmal hoch zu den Leuten hier, weil die haben auch anscheinend Probleme mit mir. Oh. Ja, das sieht mich gar nicht. Na, okay. Pulverfass, Pulverfass. Halten und sammeln. Und dann haben wir die Munition zusammen. Ich finde das eine ziemlich geile Idee. Ich weiß aber nicht, ob das, was wir vorhaben, auch stimmt. 4 Wachen mit einer Attentatserie töten. Blasrohr gegen Wachen einsetzen. Nee, das habe ich nicht gemacht. Ja, die Erinnerung.